Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liada, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie geht es weiter? Wie steht er zu dir, zu seiner Frau? Und dazu haben wir dieses Legesystem ausgesucht, nämlich Dreiecksbeziehung. Erstmal betrachten wir seine Partnerin und ihre Gedanken. Das zeigt hier dieses Hund. Und es bedeutet Freundschaft. Sie versucht mit ihm freundschaftlich umgehen. Hund bedeutet auch Treue und sie verlangt es oder sie vertraut ihm, dass er treu bleibt. Ihren Gefühlen liebt sie ihn. Hier steht dieser große Berg von Problemen. Und die Antwort ist, diese Beziehung ist schwierig. Sie kann ihren Gefühlen nicht leben. Vielleicht unterdrückt auch etwas. Sie hat Probleme in Partnerschaft. Und welche Schritte wird sie tun? Das zeigen hier die Fischen und das symbolisiert Geld, die Finanzen. Entweder zieht Geld aus der Tasche oder aus finanziellen Gründen möchte freundschaftlich mit ihm zusammenbleiben. Wie steht er zu ihr? Diese Peitsche zeigt Verletzungen, seelische Verletzungen. Sie haben Probleme in Partnerschaft. Liebt er sie? Sarg bedeutet Stillstand. Da ist kein Gefühlsaustausch, auch keine körperliche Nähe. Was wird er tun? Die Kinder zeigen Neuigkeiten, Veränderungen, ein Neuanfang. Wie denkt er über dich? Dieses Bild zeigt eine Wende, eine Veränderung und dieser Glücksklee bedeutet eine glückliche Veränderung. Das ist sein Plan. Wie fühlt er sich dir gegenüber? Das Herz sagt alles. Also die Liebe verbindet euch. Er liebt dich. Wie sollst du über ihn, über diese Situation denken? Die Sternenhimmel versprechen dir Glück, aber auch, dass alles im Sternen geschrieben ist. Das ist vorbestimmt. Habt ihr Chancen, Möglichkeiten? Anker symbolisiert verankert zu sein, endlich angekommen zu sein, aber auch eine Zusammenarbeit, weil Anker symbolisiert Beruf, Berufung. Und wie sollst du mit deinen Gefühlen umgehen? Hast du Vertrauen oder wie geht es weiter? Die Sonne zeigt deine Ausstrahlung. Du strahlst was aus und das ist deine Anziehungskraft. Und du kommst immer mehr zur Leichtigkeit. Wie sollst du mit ihm umgehen? Die Schlüssel hast selbst in Hand. Dieser Schlüssel symbolisiert Selbstsicherheit. Aber mit diesem Schlüssel kann man dieses Herz öffnen oder schließen, je nach Situation. Es gibt Momente, wo du Offenheit zeigen kannst, dann nimmst diese Schlüssel und öffnest dein Herz. In Öffentlichkeit kannst du das auch tun. Und es gibt Momente, wo es besser ist, geheimnisvoll sein, dann schließe das, sei zurückhaltend. Je nachdem, finde diese Balance, nicht zu viel und nicht zu wenig. Das ist das goldene Mitte. Und die Zukunft zeigt dieser Blumenstrauß, eine Einladung, ein Geschenk oder eine Überraschung. Ich befrage jetzt mein Pendel. Möchte
er mit dir zusammen sein, zusammen leben? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, ihr kommt zusammen, weil er es auch möchte. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er ist zu feige, er will das nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet momentan bleibt alles noch stehen und ist alles ungewiss. Die Bewegung ist Richtung rechts und es bedeutet ja, er hat Interesse an dir und er wird auch auf dich zukommen. Liebe Liada, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.